Willkommen auf YouTube, auch zur nächsten Folge unseres Multi-Let's Plays. Auch wenn der Stefan schon nicht mehr da ist, bleibt es ja ein Multi-Let's Play. Aber die große Dreschmission, die will ich tatsächlich dann im Duett dreschen und abfahren lassen. Ist auch nochmal so ein Härtetest für Autodrive natürlich. Und ja, da will ich hoffen, dass das auch funktioniert. Das werden wir dann sehen. Aber wir gehen jetzt erstmal eine ganze Folge üben. Wobei, wie viel war das jetzt? Das sind 44 Hektar. Er sagt, wir brauchen 12 Stunden dafür. Ich denke nicht. Ich denke nicht, dass wir dafür 12 Stunden brauchen werden. Aber wir sollten uns schon mal aussuchen, wie wir denn fahren. Ich würde sagen, wir machen an der oberen Kante und dann lange Bahnen. Das macht Sinn. So. Ralf mit BH, danke für dein Abo jetzt schon im dritten Monat. Vielen, vielen Dank. Oh, ich freue mich tatsächlich auf die FarmCon. Hab aber auch noch eine ganze Menge am TerraLive zu tun vorher. Deswegen wird der Stream jetzt auch heute nicht so lang. Ach, guck mal, wir haben schon 0,5%, 6, 7, 8, 9. Ui, das kann man ja beim Hochzählen fast zugucken. Aber erstmal brauchen wir hier drei Vorgewände. Ich freue mich tatsächlich auch schon auf die kleinen Maschinen, weil dann können wir tatsächlich, glaube ich, mehr mit Innenansicht fahren, weil man das viel besser abschätzen kann. Mit den kleinen Maschinen, wo man mit der Arbeitsbreite landet, ne? Lustig wird das natürlich mit dem Flug, weil so ein Flug gibt es ja eigentlich gar nicht, ne? Das ist ja, glaube ich, auch im originalen Tiefenlockerer. Jetzt hier mal guckt von dem Rotkohl, die Distance-Textur könnte ruhig ein wenig dunkler sein, ne? Wahrscheinlich den gleichen Farbton wie die Blätter. Aber dunkler sähe besser aus. Entspannung. So, jetzt wollen wir mal gucken.
es jetzt hier schon mal ausrichten. Dann sehen wir mal nachher auch mal, wie viele Bahnen wir haben. Das ist schon ein kleines bisschen. Kleines bisschen. Schauen wir mal, wie weit wir in 40 Minuten vollgekommen auf dem Feld, ne? Mal hier der TGS. So, den stellen wir hier mal auf Abfahren. Schon mal auf Feld 71 und abliefern. Reifeisenverkauf. Dann kann der jetzt schon mal darüber fahren. Dann haben wir den schon mal da. Dann haben wir schon mal, dann haben wir vier Abfahrer da. Können wir am Anfang vom nächsten Stream, können wir ihn hier abziehen und rüberfahren lassen. Wir dürfen ja gar nicht vergessen, ne? Nicht nur, dass die Felder, es gibt natürlich auch riesig viel Geld dafür, ne? Da ist noch einige Hunderttausender Aufträge. Ja, haben wir auch erst 15.35 Uhr. Mappinator, danke für dein Follow und willkommen hier beim ungewöhnlichen Stream. Ja, so eine Bahn ist sehr lang. So, kommen wir zurück zur Feldform. Hier haben wir kurze Bahnen, das heißt, wir werden hier bei jedem Mal im Vorgewende schon mal ein paar Bahnen fahren. Drei Vorgewände brauchen wir hier und drei Vorgewände brauchen wir hier. Danach können wir jeden Abend, jede zweite Bahn fahren. Ja, auch die stillen Zuschauer sind willkommen. Mappinator. Hi Jadon, fine.
Mich interessiert aber jetzt, was war das eigentlich, was hier auf dem Feld stand? Ah, Tridikale war das, die verdorrt ist, verfault ist. It's very wide, Jadon. Very wide. The fields are enorm wide. No, this map is available, online available. It's not mine. It's not a testing. I will post the here. That is the there. You can find the map. No problem. And until now, it makes a lot of fun, even with two players as contractors. But it's more for will also maybe make much more fun with more players. Has enough space. So, 13 Minuten, wir haben noch nicht das Vorgewende fertig. So, wir sehen jetzt hier sind auf Bahn 39, das heißt hier an der breitesten Stelle vom Feld haben wir 41 Bahnen. Das ist eine Menge.
Abend, Sven. Oh, ich sehe gerade, er hier ist schon hier. Das heißt, den schalten wir jetzt mal ab. Sonst kostet er nämlich nur Geld. So, hier auf der Westseite ist auch so eine Ausbuchtung drin. Das heißt, da fahren wir auch schon mal mehrmals hin und her. Also eine Bahn mehr als wir brauchen, um das auch schon mal gerade zu ziehen. Desto einfacher haben wir es nachher mit dem Fahren. Also mit den 12 Stunden waren das 12 Stunden, ne? Hat er gesagt hier. 12 Stunden 3. Ja, also das denke ich eher weniger. Schön. Wir werden sehen, ob das nachher noch weggenommen werden muss.
Jo, Arbeitsbreite passt. Zweite Bahn hier oben. Wir sind also im zweiten Vorgewende und das jetzt schon über 20 Minuten. Ja, einfach riesig. Dann der Vorteil, wenn wir nachher wieder auf einer kleinen Karte sind, ne? Auf kleinen Karte wird es ja dann so sein, dass wir mit einem Feld wesentlich schneller fertig sind. Und dann gibt es in einer Folge wahrscheinlich auch mehr Abwechslung wieder. Jetzt weiß ich wieder, warum das Tagelöhner hieß. Die brauchten teilweise Tage, um was zu machen. Nicht? War nur so eine Idee. An die echten Landwirte da draußen. Ist das wirklich so, wenn ihr auf großen Feldern mit GPS arbeitet, dass ihr einfach nur hier sitzt und habt nichts zu tun? Ja, ab und zu mal gucken, ob alles noch stimmt. Und ansonsten fahren lassen, rollen lassen.
Ja, gibt es tatsächlich von mir nichts zu erzählen, ne? Ja, Flox, das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil ich einfach nichts zu erzählen habe. Vielleicht aber auch, weil der Arbeitstag heute so anstrengend war. Oh, was soll ich da erzählen? Könnte ich mich ja was fragen? Vielleicht kann ich euch ja sogar beantworten, je nachdem, was ihr fragt. Aber fragt mich jetzt nicht nach den Lottozahlen. Wenn ich die Lottozahlen kennen würde, würde ich sie selber tippen. Ja, TerraLive habe ich jetzt noch ein paar Maschinen korrigiert. Skriptaufrufe korrigiert. Einige Sachen getestet. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen auf meiner eigenen To-Do-Liste, also auf meiner To-Do-Liste für TerraLive stehen. Sobald wir eingereicht haben, werde ich mich dann weiter um die Kompatibilität von meinen Mods mit TerraLive kümmern. Production Info hat zum Beispiel funktioniert nicht mehr, weil es sind ja keine 12 Monate mehr. Deswegen stimmen so einige Berechnungen nicht. Es wird ein paar neue Infos geben, die ich in die Info-Display Extension packen kann, bei den Tieren. So, 35 Minuten sind rum und wir gehen ins dritte Vorgewinde. Haben aber schon 27%. Also 12 Stunden nicht mit unserem Gerät. Naja, es gibt ja noch keinen offiziellen Plan.
also Zeitplan. Ich könnte also nur mutmaßen, was ich mir selbst von der FarmCon erhoffe. Auch wenn einiges davon vielleicht Wunschdenken ist. Also definitiv erhoffe ich mir mehr Infos zum LS25. Auf der letzten FarmCon, wo ich war, da kam dann im November das Horse DLC, also vor 2 Jahren war das. Und da haben sie schon so ein bisschen was von der Forced Map gezeigt. Ich weiß nicht, wie weit Giants jetzt mit dem LS25 ist, aber schön wäre es, wenn sie vielleicht schon was von der Map zeigen können. Also, bis jetzt gibt es ja nur den Cinematic Trailer, dass man vielleicht ein bisschen was in-game sieht. Das wäre schön. Sie hatten damals auf der FarmCon auch dann so ein Modder-Talk, Modding-Talk. Da ging es eben ums Modding. Da konnte ich dann Fragen stellen, die ja leider nicht alle beantwortet worden sind. Am ersten Tag, also da ging es eigentlich nicht ums Modding, sondern generell um Fragen. Und ja, meine Fragen wurden damals, sagen wir, politikermäßig beantwortet. Ich wusste nachher genauso viel wie vorher. Ich wollte damals wissen, wenn es jetzt eine Forstmap gibt, sind dann auch die ganzen Probleme mit den Bäumen behoben. Ne? Vor allen Dingen Multiplayer, Sync, Verladen und so weiter. Ja? Mit der Aussage, man hat daran gearbeitet, konnte ich recht wenig. Und als dann rauskam, wusste ich, okay, sie haben zwar daran gearbeitet, aber nicht so, dass man es merkt. Es ist nämlich nicht besser geworden. Ja. Es gab auch vor 2 Jahren dann eben tatsächlich so einen Modding-Talk, wo es dann ums Modding ging mit den Entwicklern. Leider war der sonntags und ich war vor 2 Jahren nur samstags da. Ich hoffe, sie machen auch dieses Jahr wieder sowas. Und ich weiß jetzt schon, egal an welchem Tag, wenn es denn sein wird und egal an welchem Tag es sein wird, ich bin ja beide Tage da. Ich fahre ja erst sonntags mittags wieder nach Hause. Ja, also was genau kommt, ne, Zeitplan gibt es halt noch nicht, aber das wäre so das, was ich mir wünschen würde. Ja, ich meine, irgendwelche Finals von diesen Ballenstapeldingern sind irgendwo wahrscheinlich mit Sicherheit im Programm. Weil die sind eigentlich, glaube ich, immer auf der FarmCon. Ja, und aber wie das zeitlich abläuft, wir werden sehen. Gute Nacht, Olli. Schlaf gut. Guten Abend, Martin. Und ja, ich fahre ja schon freitags hin. Das ist auch gut so, weil Freitag ist hier bei uns in NRW der letzte Schultag. Das heißt, die meisten Schulen machen so zwischen 12 und 2 zu. Und dann werden viele Eltern schon in Urlaub fahren. Somit hoffe ich, dass ich hier weg bin, bevor dieser Reiseverkehr losgeht und dass ich, bevor der Reiseverkehr weitergeht, dass er mich nicht einholt auf dem Weg nach Marktoberdorf. Ich hoffe auch wieder mal auf ein persönliches Gespräch mit der Marcel. Das hatte ich nämlich vor 2 Jahren. Sehr sympathisch in live, kam mir persönlich, gut, ich bin jetzt auch schon alt, ne? Kam mir sehr jung vor.
Er ist ja auch tatsächlich noch sehr jung. Für so eine, für die Stellung, die er da hat. Da sieht man mal wieder, dass man für manche Stellungen eben einfach nur die richtige Leistung bringen muss. Was ich persönlich gut finde. Aber es gäbe da so ein paar Kleinigkeiten zu besprechen. Zum Beispiel, was mit meinen ganzen Fehlermeldungen ist, die jetzt seit 2 Jahren keiner mehr angepasst hat und die immer noch das Spiel negativ beeinflussen oder das Modding negativ beeinflussen, wo einfach nichts passiert. Ja, ich habe auch noch auf andere nette Gespräche mit dem einen oder anderen von Giants, zum Beispiel unseren neuen Community Manager persönlich kennenzulernen. Ja, wer ich bin, wird er wahrscheinlich wissen. Ich bin der, der dauernd im Stream nörgelt. Ja, ich meine, wenn sie was von der Karte zeigen auf der FarmCon, dann ist es recht unsinnig, da die polnische Karte zu zeigen aus dem letzten DLC, oder? Weil die kennen wir ja alle schon. Insofern, dadurch, dass aber nicht nur ich bereits freitags anreise, sondern auch noch andere aus der Farming Agency und auch von anderen befreundeten, ja, wie nennt man das, Modding-Vereinigungen, Gruppen, sagen wir einfach Gruppen, von anderen befreundeten Gruppen, hoffe ich, dass man sich dann schon mal freitags abends trifft, irgendwo in Marktoberdorf. Ich habe schon gehört, da läuft irgendein Spiel. Ne, da irgendwer spielt da, was den meisten wohl wichtig ist. Mir ist sowas egal, aber ne, und dann gibt es da bestimmt irgendwo eine Kneipe oder was Ähnliches, wo man sich dann treffen kann. Und dann kann man sich schon mal kennenlernen. Die meisten kenne ich ja nicht. Real life. Und dann kann man über so einige Sachen schon mal face to face sprechen. Das wird, denke ich mal, auf jeden Fall eine nette Sache. Ja, Madden, das ist die Map, die auch im Streamtitel steht. Das ist die Alpenbergland 16-fach. Ne, im Fließtext meiner Modliste habe ich die auch verlinkt. Ja, Günther, nee, ich denke jeder noch nicht. Ne? Also. Ich bin der mit der großen Klappe, der allerdings im Regelfall weiß, wovon er spricht. Weil wenn ich nicht weiß, wovon ich spreche, habe ich auch keine große Klappe. Ich bin der, der auch immer unangenehm auffällt. Und naja, wie meine Frau das wohl so schön sagt, ich bin auch derjenige, der jedes Fettnäpfchen trifft. Na? Also wenn es ein Fettnäpfchen gibt irgendwo, dann ich find's. Ich weiß nicht, wo es ist, aber ich werde es finden. Ja, ja, und also vor der FarmCon will ich noch die Tickets, die Punkte, ich glaube, ich habe noch vier kleine Punkte für Terra Life zu erledigen, die will ich vorher abrunden. Weg ist weg. Okay, aber deswegen habe ich es ja trotzdem beantwortet, Melin. Na? Und wenn du die Modliste sehen willst, Ausrufezeichen Mods. Das ist wie beim Discord. Du schreibst ja schön in den Channel rein, wofür der Channel da ist, aber jeder ignoriert es einfach. Und dann fragt man sich selber, warum, und dann denkt man so, naja klar, wenn die Leute übers Handy in den Discord gehen, ne, dann müssen die erst nochmal einen extra Knopf drücken, um zu sehen, wofür der Channel da ist. Sie sehen nur den Namen und der ist auch noch gekürzt. Na, insofern, na, einfach, wie gesagt, Ausrufezeichen Mods oder selbst einfach mal nach Alpenbergland 16-fach suchen.
ist auf Forbidden Mods ist sie released. Ja, und sie ist nicht nur, also ich finde sie gut gemacht, ich bin sehr zufrieden, so mit der Landschaft, mit der Gestaltung und sowas. Ja, ich finde es gut. Ja, die FarmCon geht im Regelfall nicht bis spät in die Nacht. Was danach ist, weiß man noch nicht. Das kommt ja darauf an, was man so für Leute trifft, was man für Connections trifft. Ich weiß noch, wie ich mich auf der letzten FarmCon gefühlt habe, ne? Es war relativ seltsam. Ich hatte ja gerade erst mit dem Streamen angefangen und einige Leute, ich hatte sie noch nie gesehen, kommen auf mich zu und sagte: Achim, schön dich mal live kennenzulernen. Ich so: Wer? Was? Warum? War mir total unangenehm. Gut, ich bin jetzt 2 Jahre älter, 2 Jahre reifer und habe 1000 Streamstunden mehr auf dem Konto. Meine Klappe ist noch größer geworden. Na, ich bin jetzt bei der Farming Agency, das war ich damals auch noch nicht. Man bezeichnet mich auch schon lange nicht mehr als Fanboy One der NF Marsh. Mein Spielstil hat sich komplett verändert, also eigentlich bin ich nicht mehr der von vor 2 Jahren. Und ja, dann ist die Frage, ja, also dann damals war das dann so, da lief wie heißt dieser etwas kräftigere, jetzt habe ich kann mir diese Namen nicht mehr merken. Ein bisschen kräftigerer Streamer, meistens rasiert, keine Brille. Wie hieß er jetzt noch? Müsste ich jetzt in meinen Abonnenten nachgucken, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, der stand da und ich denke so: Hä, wer ist denn der? Kenn ich nicht. Ne? Aber dann lief ein Humor an mir vorbei und den kannte ich. Ne? Den habe ich häufig gesehen und so. Und ich kam mir so ein bisschen vor wie jemand, der nach Hollywood kommt und die Stars seiner Fernsehserien oder sowas live sieht. Ne? Wie so ein kleines Kind in Hollywood. Ich denke, das wird dann diesmal auch etwas anders sein. Wer mich übrigens nicht am dicken, runden Gesicht erkennt auf der FarmCon, wer dann da ist, ne? Mich erkennt man am Farming Agency T-Shirt, ne? Aber Vorsicht, ne? Nicht jeder Dicke mit einem Farming Agency T-Shirt ist Achim. Da muss man dann schon noch so ein bisschen unterscheiden. So, jetzt mache ich hier zum letzten Mal eine Wende und zwar bei. Ja, weil da ich ja die Bahn nicht speichern kann, mache ich nämlich jetzt genau hier Schluss. Na, dann kann man das nämlich nachher als Anhaltspunkt nehmen, um die Bahn wiederherzustellen. 36,7% haben wir geschafft. Ich werde jetzt ihn hier noch nach Feld 71 schicken. Und ja, auf YouTube. Ich danke fürs Reinschalten. Ich schalte gerne beim nächsten Mal wieder rein. In der nächsten Folge, die wird wahrscheinlich nach der FarmCon aufgenommen werden. Und deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass ich dann von der FarmCon auch ein bisschen was mitbringe an mehr Infos, über die ich dann erzählen kann. Auch wenn aus Sicht der YouTube-Folge wir ja jetzt schon nach der FarmCon haben, ist für mich nach der FarmCon erst in der nächsten Folge. Danke fürs Reinschalten, bis zum nächsten Mal und tschüss.